Andrea N. Hallo, Andrea N. Ich muss mich mal kurz vorstellen. Also ich bin ja der erste Robo, der wählen möchte am 22. Leider habe ich einen Festplattensturz, einen Festplattencrash und habe all meine politischen Daten verloren. Deswegen bin ich jetzt auf Informationssuche, auf politische Informationssuche. Und deswegen auch bei dir. Du bist bei der SPD, ist das richtig? Was habt ihr da für ein Programm? Ja, seit 150 Jahren wollen wir, dass dieses Land gerechter wird und haben auch schon einiges geschafft. Was denn? Zum Beispiel, dass es nur noch einen 8-Stunden-Takt gibt, dass es auch, und das freut mich besonders, Sozialversicherungen gibt, die funktionieren, und natürlich auch das Frauenwahlrecht durchgesetzt. Das ist natürlich eine Riesenerrungenschaft und jetzt muss es natürlich weitergehen, wir brauchen. Mit dem Robo-Wahlrecht. Ja, warum nicht? Also auch Robos dürfen wählen. Finde ich super. Ich war letztens im Bundestag und da habe ich ein Vögelchen singen hören. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Nee, Moment, das warst du. Ja, ich kann aber gar nicht singen. Ich habe mich nur geärgert, weil die hatten da eine Selbstbeweihräucherung abgelassen. Die CDU, die jetzige Regierung, Frau Merkel, da hatte ich gedacht, da muss man doch nochmal intervenieren, sage ich. Was hast du denn erzählt, was dir nicht gefallen hat? Ach, weißt du, alles soll so bleiben, wie es ist. Alles ist schön. Es gibt auch gar keine Probleme in Deutschland. Du. Und das erinnerte mich halt an Pippi Langstrumpf. Ich dachte erst, du wolltest dich irgendwie bewerben für eine Castingshow oder so. Da wäre ich doch hoffnungslos verloren. Ich kann doch gar nicht singen. Okay, ich habe mich letztens mit dem Gregor von den Linken getroffen und der war irgendwie ganz traurig, dass ihr mit ihm nichts zu tun haben wollt. Warum nicht? Ach, die sollen erstmal bei sich ein bisschen Klarheit schaffen, ob sie jetzt regieren wollen oder nicht. Und dann vielleicht auch mal gucken, ob ihre Europapolitik und Außenpolitik in Ordnung ist. Und dann können wir ja darüber nochmal reden. Aber dieses Jahr wird es nichts. Er hat gesagt, er findet es nicht gut, dass mit Obama und so, mit dem Krieg mit Syrien. Er will das gar nicht. Seid ihr dafür? Nein, sind wir nicht. Halten das auch für einen Fehler. Okay, warum? Weil einfach Bomben keine Lösung bringen. Ja. Was schlägst du vor? Wir müssen Russland davon überzeugen, dass sie die Unterstützung für Assad aufgeben und dann wenigstens ein Waffenstillstand rauskommt und dann in der Zeit Waffenstillstand versuchen, über Verhandlungen das zu lösen. Das klingt alles total kompliziert. Also nochmal, Festplattencrash. Also nochmal, damit ich das auch verstehe. Also wie wollt ihr das machen? Erstmal ist ja da Bürgerkrieg, der muss erstmal unterbrochen werden. Das nennt man Waffenstillstand. Okay. Danach kann man dann überhaupt an den Verhandlungstisch kommen. Momentan sind die sich ja wechselseitig da am Töten. Und solange das Töten weitergeht in Syrien, kann man auch nicht reden. Also muss das unterbrochen werden. Dafür ist Russland die Schlüsselfigur, weil die sind die Einzigen, die Assad noch stützen. Wenn die das nicht mehr machen, dann gibt es eine Möglichkeit zu verhandeln. Ja, und jetzt will aber Obama das irgendwie selber machen, alleine. Was hältst du denn davon? Mist. Weil es, wie gesagt, aus meiner Sicht keine Lösung gibt. Ich glaube, man macht da irgendeine Strafaktion. Was soll das demonstrieren? Die eigene Stärke? Es wird jedenfalls keinen Frieden bringen. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt SPD wählen sollte, warum sollte ich das tun? Weil wir ein gerechteres Land erreichen, weil wir einen Mindestlohn wollen. Was heißt das, gerechteres Land? Ja, wir haben zum Beispiel, gerade für junge Leute, immer weniger Chancen. 50% der Neueinstellungen sind nur befristet. Und wir wollen zum Beispiel, dass sachgrundlose Befristung verboten werden. Sachgrundlose Befristung? Ja, also heute ohne jede Begründung jemand einfach nur befristet eingestellt werden. Früher war das anders. Das wollen wir wieder korrigieren. Also das heißt, früher war das anders. Wie sah das früher aus? Nun, man musste zumindest mal sagen, gibt es einen betrieblichen Grund, gibt es einen Grund in der Firma, dass es eine Befristung geben muss. Manchmal gibt es sowas, aber jetzt wird das einfach gemacht, um die Leute wieder rauswerfen zu können, wenn man lustig ist. Und ihr könnt das ändern? Das können wir ändern. Wir können da zumindest durch ein Verbot der Befristung, der sachgrundlosen Befristung, einfach für junge Leute mehr Festeinstellungen organisieren. Und was wollt ihr noch? Zum Beispiel, dass auch Praktika vernünftig bezahlt werden, wenn sie nach der Schule, wenn man eine Ausbildung hat, dann muss man auch irgendwann für Praktika auch eine vernünftige Vergütung bekommen. Und das könnt ihr einfach so bestimmen, das geht? Ja, wir sind die Bestimmer, das Parlament, also nicht ich, sondern die Abgeordneten. Klar können wir das, wenn wir eine Mehrheit haben. Darum geht's. Und du meinst, du bekommst die Mehrheit? Ja, dafür kämpfe ich jedenfalls. Und meine Partei und alle 500.000 Mitglieder und Anhänger der SPD. Peer ist ja quasi der Spitzenkandidat, das ist richtig, ne?
Ja, Peer Steinbrück ist unser Kanzlerkandidat. Und ihr seid fest davon überzeugt, dass das klappt? Was ist denn, wenn das nicht klappt? Also erstmal, du gehst ja jetzt nicht in ein Fußballspiel rein und sagst vor dem Spiel, hey, ich werde bestimmt verlieren. Sondern du gehst auf den Platz und sagst, die hauen wir hier weg. Das ist doch die Haltung. Und so genau gehe ich an die Bundestagswahl ran. Hm? Okay. Du kannst ja nicht vor dem Spiel sagen, wir verlieren, wir gewinnen. Ganz einfach. Ich habe gehört, du findest meinen Kollegen und Kumpel Data total super, ja, von Star Trek. Ja. Willst du mich mal anfassen? Und wie fühlt sich das an? Kühl. Kühl? Ja, kühl und weich. Ich bin ja ein Robo und... Ja, habt ihr gut hingekriegt, ne? Also wie gut hingekriegt? Das ist meine Haut. Ja, gute Körperpflege. Mhm. Also hast du auch ein paar Fragen an mich vielleicht noch? Ja, wie lebt es sich so mit Gedächtnisverlust? Ist das nicht auch eine Befreiung? Nee, das ist ganz schlimm, weil ich will ja wählen. Ich will ja am 22. Mal mein Kreuzchen machen und bin auf der Suche nach Informationen, nach politischen Informationen, ja, damit ich weiß, was ich am 22. wählen soll. Gibt es vielleicht noch ein anderes Thema, außer für Jugendliche, wo ihr total dafür seid? Ja, wir wollen auf jeden Fall dieses verrückte Betreuungsgeld wieder abschaffen. Betreuungsgeld? Was ist denn das Betreuungsgeld? Die jetzige Bundesregierung geht mit der Gießkanne durchs Land und verteilt 100-Euro-Scheine. Ich habe noch kein Geld bekommen. Ja, das ist auch nur für Leute mit Familie. Ich weiß nicht, wie das bei euch Androiden ist. Ich habe keine Familie mehr. Ja, das ist schade. Das tut mir leid. Aber die jedenfalls, die Familie und Kind haben, die kriegen das. Und das ist nicht dolle, weil wir bräuchten das eigentlich für die Kindertagesstätten und für mehr Erziehung. Ach, die kriegen das jetzt gar nicht mehr. Also das Geld, was die Eltern kriegen die nicht mehr? 4 Milliarden, die das kostet am Ende der nächsten Legislaturperiode. Was haben wir da? Dann haben wir 4 Milliarden in den Sand gesetzt und wir haben nicht mehr Erzieherinnen und Erzieher und keine besseren Kitas. Das ist eine richtig dumme Fehlinvestition. Okay, und das willst du ändern? Ja. Abschein. Okay, gut. Ja, dann Dankeschön für die ganz vielen Infos. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer und mal gucken, ob ich am 22. weiß... was ich zu wählen habe. Ja, wenn du nicht weißt, ruf mich noch mal kurz vorher an, ne? Okay, was sagst du mir dann? SPD wählen. Aha, da werde ich noch mal nachgucken. Also wir stehen für den Widerspruch gegen Kriege, gegen den Verkauf von Rüstungen, weltweit auch noch. Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur Deutschlands.